Die Wohncontainer bestehen außen aus Blech, haben 10 cm dicke Isolierwände und sind innen mit einer Holzverkleidung versehen. Dieser ca. 15 Quadratmeter große Wohncontainer bietet Platz für 4 bis 6 Personen. Er ist bereits vorbestellt. Sicherlich, Nachfrage ist zurzeit enorm. Einfach die Thematik Flüchtlinge ist ein großes Thema. Nachfragen kommen von In- und Ausland. Und ja, unsere Kapazität ist halt auch limitiert. Wir werden das Möglichste machen, auch den Flüchtlingen, auch dieser Nachfrage gerecht zu werden. Die Wartezeiten sind vom Lieferanten heute wie heute, würde ich sagen, bei die 4 bis 5 Monate. Ganz Europa wartet auf Container, jawohl. Und es werden zwar die Produktionen werden hochgefahren mit 2 und 3 Schichten, aber es ist halt auch limitiert, es geht nicht mehr. Die Anfragen, die den Containerhändler erreichen, kommen aus Italien, Österreich und vor allem aus Deutschland. In Deutschland sind Container sehr, sehr stark gefragt. Also die haben ganze Anlagen gemacht, ja, ganze Dörfer gemacht und bringen die Flüchtlinge hauptsächlich in diesen Provisorien unter. Das anderen Leid, das anderen freut, es stimmt. Also für uns ist es ein ganz wichtiger wirtschaftlicher Zweig. Die Wohn- und Sanitärcontainer für die Flüchtlinge kosten 7.000 bis 8.000 Euro und sind zweckdienlich mit dem Nötigsten eingerichtet. Stromanlage, Boiler, Abflüsse, Warm- und Kaltwasseranschlüsse sind inklusive. Ein Container ist ausgestattet mit der Heizung, mit einer Stromheizung. Dann Betten können reingestellt werden mit Licht, mit Fenster, mit Türen, abschließbar. Also im Prinzip alles, was ein Haus kann, aber modular und schnell einsatzfähig. Also ein Container verschleißt nicht. Das geht vor allem auf der Handhabung drauf an, aber im Prinzip für immer. Logisch ist es nicht wünschenswert, für immer dort zu wohnen oder untergebracht zu sein, aber von Komfort her wäre es möglich. Binnen weniger Stunden sind die Wohncontainer aufgestellt und bezugsfertig. Der Südtiroler Händler bezieht die Wohn- und Sanitärmodule vorrangig von einem niederösterreichischen Produzenten. Sie sollen dem Klimahaus C-Standard entsprechen. Sie sind sehr gut eingerichtet, sei es von den Isolierwerten her, sei es von den Traglasten her, sei es vom Brandschutz her. Wir entsprechen den Bestimmungen und das ist für uns sehr, sehr wichtig und auch für die Flüchtlinge sehr wichtig. All diese Container sind bereits vorbestellt. Die Nachfrage ist so groß wie nie. Für den Brenner gab es vom Land Südtirol noch keine Anfrage, doch die dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen.